Was sind wird, na, schauen wir es anders. Was sind wirtschaftliche und was sind freie Güter? Also wir haben hier einmal wirtschaftliche Güter auf der einen Seite und wir haben freie Güter auf der anderen Seite. Wirtschaftliche Güter verlangen Planung, Planung des Geldeinsatzes. Wirtschaftliche Güter sind nicht frei verfügbar, verlangen Planung des Geldeinsatzes, da nicht frei verfügbar. Und genau das sind die freien Güter. Freie Güter sind unbegrenzt vorhanden. Jetzt muss man sich ein Beispiel sehr gut überlegen. Wenn ich jetzt sage, die Luft zum Atmen und dann an China zum Beispiel denke, an bestimmte Regionen dort, dann habe ich schon wieder Zweifel, ob das ein gutes Beispiel ist. Ja, aber so in die Richtung. Ja, Luft zum Beispiel, Sauerstoff. Unbegrenzt vorhanden. Kosten nichts. Wirtschaftliche Güter verlangen eine Planung des Geldeinsatzes, da sie nicht frei verfügbar sind und wirtschaftliche Güter haben einen Marktpreis. Ja, während freie Güter nichts kosten. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.